Beatrice, mit meinem Handy habe ich die Möglichkeit, euch zu den Tieren und zu Schmieding mitzunehmen. Heute haben wir die Möglichkeit, die Pelikanfütterung zu beobachten. Zuerst einen Blick in den Futterkübel. Wie man sieht, schlucken die Pelikane den Fisch im Ganzen. Anschließend wird er mit Hilfe starker Magensäure verdaut. Pelikane sind gute Schwimmer mit ausgeprägten Schwimmhäuten an den Füßen. Außerdem haben Pelikane ausgedehnte Luftsäcke unter der Haut, wodurch sie einen starken Auftrieb haben und wie ein Ballon auf der Wasseroberfläche schwimmen. Auch das kann man hier sehr deutlich sehen. Dieser Auftrieb verhindert allerdings auch, dass sie nach der Beute tauchen können, so wie es zum Beispiel Enten machen. Deshalb haben Pelikane eine raffinierte Jagdstrategie entwickelt. Typischerweise reihen sich die Tiere in sogenannten Treiberketten, wie bei einer Treibjagd aneinander und treiben damit Fischschwärme in seichtes Wasser, wo sie die Beute dann einfach mit Hilfe ihres Kehlsacks wie mit einem Kescher abschöpfen können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid.